Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mir ist die gute Stimmung in diesem Land unheimlich, die die Presse verbreitet, seitdem die Merkel im Amt ist. Ich kann es nicht begreifen. Heute vor einem Jahr hatten wir 5 Millionen Arbeitslose. Da tobte die Boulevardpresse, Kanzler, tu was! Jobgipfel, Sie erinnern sich? Jetzt haben wir wieder 5 Millionen Arbeitslose und schreibt die Boulevardpresse, Kanzlerin, tu was? Nö, sie schreiben, sie macht doch eine gute Figur. Hm? Schon, ja? Es heißt überall, sie macht das doch nicht schlecht. Selbst Menschen, die ich bis heute für zurechnungsfähig gehalten habe, stehen vor mir und sagen, sie macht das doch nicht schlecht. Tun die uns irgendwas ins Trinkwasser neuerdings? Klinsmann-Tropfen oder was? Ich weiß es nicht. Noch besser finde ich den Satz, sie macht es besser als erwartet. Da war sie schon immer klasse drin. Erinnern Sie an das Duell mit Schröder? Da wurden hinterher 4 Fragen gestellt in der Umfrage. Die erste Frage war, wer wirkte sympathischer? 75% Schröder. Wer wirkte glaubwürdiger? 75% Schröder. Wer wirkte kompetenter? 75% Schröder. Und dann hatten die eine Frage extra für Merkel erfunden. Wer war besser als erwartet? Ja. 85% war die ganz vorne. Ja? Sie ist die besser als erwartet Kanzlerin. Nur, jetzt frage ich mich, was haben die Leute denn erwartet? Was hat die denn bis jetzt gemacht? Die hat ihre Antrittsbesuche absolviert, ja? Sie war in London, sie war in Paris, sie war in Washington, in Moskau. Und hat immer wieder nach Hause gefunden, oder was? Ja? Was haben die Menschen erwartet? Dass die vor Aufregung irgendwo auf den roten Teppich kotzt, oder was? Dass die auf der Pressekonferenz die Schuhe auszieht? Oder Tony Blair einen Schritt greift, oder was? Dass sie in Ohnmacht fällt, wenn sie den Busch zum ersten Mal von vorne sieht. Was? Wartet. Aber sie macht es nicht schlecht. Die Ärzte streiken, der öffentliche Dienst streikt, sie macht es nicht schlecht. Sie lässt das Kabinett gleich mitstreiken. Ja, prima, passt ja. Sie hat die Renten gekürzt, ne? Ja, sie macht das nicht schlecht. Haben die Leute erwartet, dass sie ganz abschafft? Ich weiß es nicht. Okay, ich will fair bleiben. Eins hat sie gemacht, sie hat einen neuen Arbeitsplatz geschaffen. Sie hat unseren ehemaligen Superminister Wolfgang Clement, Sie erinnern sich, das ist der Mann, der vor 10 Monaten gesagt hat, wir werden in Deutschland nie wieder über 5 Millionen Arbeitslose haben. Da können Sie Gift drauf nehmen. Ja, hätten wir es getan, hätte er recht behalten. Ne? Ja. Diesen Wolfgang Clement hat sie durch 2 Leute ersetzt. Durch Müntefering und Michael Gloß. Aber dann frage ich mich, welcher Bauer ersetzt eine Kuh, die keine Milch gibt, durch 2 Ochsen? Und wieso Michael Gloß? Lothar Matthäus hätte doch auch Zeit gehabt. Was ich begriffen habe, ist, warum die Mehrwertsteuer erhöht werden muss. Das habe ich begriffen. Die Mehrwertsteuer muss erhöht werden, damit ihre Löhne gesenkt werden können. Das haben Sie schon mitbekommen, ja? Ihre Löhne, die sollen gesenkt werden. Ja, die Lohnnebenkosten, ich weiß, ja. Was sind denn Lohnnebenkosten? Lohnnebenkosten sind der Teil Ihres Lohns, mit dem der Arbeitgeber Sie an der Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung beteiligt, oder? Das heißt, wenn die Lohnnebenkosten gesenkt werden, muss das, was vorher von dem Geld bezahlt worden ist, von irgendjemand anders bezahlt werden. Jetzt raten Sie mal, wer das ist. Also eine Senkung der Lohnnebenkosten ist eine Lohnsenkung. Das wollen die Arbeitgeber doch auch. Das fordern sie seit Jahren, die Löhne sind so hoch, also müssen die Löhne gesenkt werden. Das kann man nicht einfach machen, das muss gegenfinanziert werden. Durch die höhere Mehrwertsteuer. Damit man ihre Löhne senken kann, müssen sie höhere Preise zahlen, sonst funktioniert es nicht. Ja, Sie gucken, das ist Wirtschaft, das ist sehr kompliziert. Ich weiß. Das hat die Merkel ja auch einfacher erklärt. Ne? Die Merkel hat ja gesagt, wir senken die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung um 2 Prozentpunkte. Hat sie gesagt, da hat der Arbeitgeber 1% mehr und der Arbeitnehmer hat 1% mehr. Ob brutto oder netto, so pingelig bin ich ja schon lange nicht mehr. Sag mal bretto. Oder nutto, das ist noch schöner. Ja? Also,
Jetzt haben Sie hier Ihr Ausgangsniveau, Ihr Lohnniveau. Jetzt kommt die Merkel, haben Sie netto 1% mehr. Jetzt kommt die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Das wird auf die Preise aufgeschlagen, ist die eine Möglichkeit. Da wird alles 3% teurer. Außer die ganz teuren Sachen. Butter, Eier, Milch nicht, ich weiß. Miete auch nicht. Okay, wir bleiben fair. Die Hälfte von allem, was Sie kaufen, wird teurer. Das heißt, Sie haben 1,5% Kaufkraftverlust unterm Strich. Das heißt, Sie haben netto 1% mehr und 1,5% weniger. Also Sie haben ein Minus in der Tasche, das ist klar. Dafür haben die Arbeitgeber wirklich 1% mehr in der Tasche. Und davon stellen die neuen Leute ein, die die zusätzlichen Produkte herstellen, die Sie von dem Geld kaufen, das Sie weniger in der Tasche haben. Ja? Oder Sie haben richtig Glück und das wird nicht auf die Preise aufgeschlagen, sondern aus den jetzigen Preisen rausgerechnet. Dann haben die Unternehmer aber 3% weniger Gewinn. Dann haben die Unternehmer netto 1% mehr und 3% weniger. Und von dem Minus stellen die auch neue Leute ein, ist klar. Sie müssen das jetzt auch nicht auf Anhieb alles begreifen. Das ist ja eine christliche Partei. Das müssen Sie glauben, meine Damen und Herren.